Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de oder später das Video anschaut. Ein neues Jahr hat begonnen und wir sind weiterhin dabei, dieses Leben von Jesus, dieses unfassbar interessante Leben von Jesus zu studieren. Anders als das Offenbarungsseminar werde ich hier die Vorhersage wagen, dass wir auch in diesem Jahr nicht fertig werden mit unserem Seminar über das Leben Jesu. Wird noch ein bisschen länger dauern, aber wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Wir wollen heute weitermachen in der Geschichte, die wir das letzte Mal vor der Jahresendpause uns angefangen haben anzuschauen in Matthäus 17. Bevor wir dabei hingehen, wollen wir gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet und dazu lade ich euch ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir aus dem Leben von Jesus lernen können. Und wir möchten dich bitten, dass du zu uns jetzt sprichst, dass wir es richtig verstehen und dass wir etwas mitnehmen können für unseren Alltag, dass wir in unserem Leben mit dir noch näher zu dir wachsen und Jesus noch mehr als unseren Heiland schätzen lernen. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Schlag mit mir auf, Matthäus Kapitel 17. Da sind wir mittendrin in der Geschichte stehen geblieben sozusagen. Matthäus 17 ist die Geschichte von der, weiß es jemand noch, was ist passiert da oder was ist, welche berühmte Geschichte haben wir am Anfang von Matthäus 17? Das ist die Geschichte von der Verklärung. Genau, erinnert euch an die Metamorphose von Jesus. Und ihr wisst, er hatte zuvor den Jüngern gesagt, einige unter euch, die hier stehen, werden nicht den Tod schmecken, werden nicht sterben, bevor sie nicht wen gesehen haben? Den Menschensohn in seiner Herrlichkeit, ja? Den Menschensohn in seinem Reich. Und dann sagt uns der Matthäus, 6 Tage später, ja, wir haben gesehen, Markus und Lukas machen ähnliche Angaben, 6 Tage später, sie sind schon wieder in Galiläa, in der Nähe vom See Genezareth und sie sind in der Nähe eines hohen Berges und es ist spät am Abend und Jesus will noch, obwohl es schon spät am Abend ist, die Sonne schon am Untergehen ist, er will noch auf den Berg steigen und er nimmt wie viele Jünger mit? Er nimmt 3 Jünger mit, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Und die wundern sich, sagt Ellen White, dass sie jetzt hier so spät am Abend, die anderen bleiben zurück, da noch auf diesen Berg steigen müssen. Ja, und dann sie steigen und steigen und steigen. Und dann oben angekommen, was machen sie dann? Sie beten. Ja, und vielleicht haben sich die Jünger gefragt, naja, wir hätten auch unten beten können, warum mussten wir auf den Berg steigen, um zu beten? Und sie beten, und vielleicht könnt ihr euch erinnern, Ellen White sagt, das steht in der Bibel nicht so explizit, aber Ellen White sagt, die Stunden gingen vorbei. Ja, also wir denken, na okay, halbe Stunde Gebetsstunde, ja, wenn wir 1 Stunde beten würden, das wäre schon viel, oder? 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, was ist mit den Jüngern passiert? Sind eingeschlafen. Am Anfang haben sie noch fleißig mitgebetet, ja, aber Jesus hat gebetet und ist nicht eingeschlafen, denn was wollte er den Jüngern zeigen? Er wollte ihnen zeigen, was wollte er ihnen zeigen? Was war sein Anliegen? Er betet nicht für sich, er betet ja für seine Jünger. Was war sein Gebetsanliegen? Könnt ihr euch daran erinnern? Er wünscht sich, dass sie einmal ihn erkennen in seiner Herrlichkeit. Warum? Er hatte ja kurz zuvor ihnen erklärt, zum ersten Mal, erinnert euch, er hatte zum ersten Mal ihnen erklärt, dass er in Jerusalem sterben würde. Und die Jünger waren so geschockt, die haben das gar nicht verstanden. Ja, gar nicht, erinnert euch an Petrus' Reaktion. Und er wusste aber, auch dann noch werden in einem Jahr, in knapp einem Jahr, werden die Jünger so enttäuscht sein, dass er ihnen jetzt schon einen zusätzlichen Beweis geben wollte, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dass er göttlich ist. Denn bei der Kreuzigung würde man von seiner Göttlichkeit äußerlich nichts sehen. Ja? Er würde aussehen wie ein gewöhnlicher Verbrecher. Und viele Menschen würden auch denken, er war ein gewöhnlicher Verbrecher. Nur sein Charakter würde seine Göttlichkeit zeigen. Und so wollte er ihn jetzt sozusagen zeigen, dass er nicht nur Mensch, sondern auch Gott ist. Und ihr habt, erinnert euch vielleicht, wie wir das beschrieben haben, er betet und betet und dann beschreibt das Ellen White so spektakulär. Sie sagt, und irgendwann
gingen die Pforten des Himmels auf, die Pforten der Stadt Jerusalem, ja. Und die Herrlichkeit Gottes, so wie ein Lichtstrahl trifft auf den Berg, trifft auf den kauernden Körper von Jesus, der da niedergebeugt, kniet, liegt, ja, und betet. Der Strahl trifft auf ihn, umhüllt ihn. Und dann beschreibt Ellen White etwas ganz, also fast Gänsehaut. Sie beschreibt dann, wie in ihm die Göttlichkeit sich regt quasi und mit diesem göttlichen Strahl, der von außen kommt, sich verbindet. Ja. Und er aufsteht in gottgleicher Majestät, sagt sie. Und sein Gewand ist jetzt wie? Es leuchtet wie die Sonne. Und zwar hellweiß. Ja, der Petrus war, der sagt es, also der Markus sagt, es war so weiß, ja, wie kein Bleicher es weiß machen kann. Weißer als Schnee. Ja, wir haben gesagt, dieses Kleid, das Symbol für seine Gerechtigkeit, das Lichtkleid, das weiße Kleid. Und ganz genau. Und dann erscheinen zwei Menschen ihm. Und da haben wir dann aufgehört. Wer erscheint ihm in dieser Situation? Mose und Elia. Ja, es gab zu dem Zeitpunkt nur drei Menschen im Himmel. Ja, der einzige, der übrig blieb im Himmel, war Henoch. Ja, der ist da geblieben. Und wir haben damals ja angeschaut, es war ganz besonders Mose, der erste Auferstandene, Elia, der nie gestorben ist. Mose, der Vertreter des Gesetzes. Elia, der Prophet. Ja, das Gesetz und die Propheten. Das Alte Testament quasi in zwei Personen, ja, zusammengefasst. Und erinnert euch vielleicht, für den Mose war das eine besondere Gebetserfahrung, denn er hatte ja gebetet, ich möchte dieses Land betreten, ja, dieses gelobte Land. Und 1500 Jahre später darf er es betreten, zum wichtigsten Moment überhaupt, um nämlich dem Erlöser der Menschheit zu sagen, mach weiter, hör nicht auf, ja, ihn zu stärken, weil Jesus hatte davon gesprochen. Aber da kommen wir jetzt zu. Jetzt schauen wir mal in Lukas Kapitel 9, was die denn genau besprochen haben. In Lukas Kapitel 9 und dort lesen wir Vers 30 und Vers 31. Lukas 9, Vers 30 und 31. Mag jemand von euch vielleicht gerne lesen? Bist du in Lukas 9? Genau, Vers 30 und 31. Und siehe, zwei Männer redeten mich ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen soll. Genau. Also die erscheinen auch in Herrlichkeit. Ja? Also nicht so, wie sie früher durch die Wüste gewandert sind oder Elia mit seinem Kamelhaar oder so, ja, oder also mit seinem, sondern in Herrlichkeit, so wie sie im Himmel sind. Die kommen jetzt dort mit ihrem verherrlichten Körper. Das ist interessant, weil ja auch dann später die Apostel sagen, wir wissen, ja, wenn wir einmal im Himmel sein werden, werden wir einen verherrlichten Körper haben. Sie haben es gesehen sozusagen zum Teil an Mose und Elia. Sie kommen da und sie reden jetzt mit Jesus, sie unterhalten sich. Was meint ihr wohl? Warum? Was ist der Inhalt ihres Gespräches? Worüber reden die? Von seiner Aufgabe, die er zu erfüllen hat. Sie reden über die Kreuzigung. Sie reden über sein Leiden. Was meint ihr wohl? Warum hat Gott in diesem Moment nicht Gabriel gesandt oder irgendeinen anderen der starken Engel? Warum Mose und Elia? Genau, Mose und Elia wussten ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn tausende Menschen gegen einen sind, oder? Mose wusste ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn die Menschen so ärgerlich sind, dass sie Steine aufheben, um einen zu steinigen, obwohl man nichts getan hat. Elia wusste ganz genau, wie es sich anfühlt, schuldlos zu sein, zumindest in der Sache, und trotzdem gejagt zu werden. Und alle wollen dir das Leben nehmen. Das konnten Engel zwar auch intellektuell verstehen, aber sie hatten es nie erlebt. Sie haben nie erlebt, was es heißt, verfolgt zu werden, von Sündern angespuckt und verachtet zu werden. Gott sendet Menschen, um Jesus zu stärken. Da seht ihr mal, wie wertvoll es in Gottes Augen ist, wenn Menschen über ihre Erfahrung berichten.
Wenn also Menschen sogar notwendig waren, um Jesus in seinem Auftrag zu stärken, wie viel notwendiger ist es, dass es auch Menschen sind, die andere Menschen zu Jesus führen? Ja, ihr kennt immer die Frage, ja, warum benutzt nicht Gott die Engel, um die Mission auszuführen? Genau hier aus diesem Grund. Es braucht jemanden, der sagt, ich weiß, wie es ist, wenn alle gegen einen sind. Ich weiß, wie es ist, wenn man schwach ist, wenn man müde ist, wenn man durstig ist. Mose und Elia haben genügend erlebt und sie wollen ihm das jetzt mitgeben. Und das passt ja ganz interessant, weil Jesus hat ja knapp die Woche zuvor, 6 Tage vorher, ja seinen Jüngern gesagt, er wusste genau, was kommt. Es war ja nicht so, dass Jesus nicht wusste, was passiert. Also sie haben ihm keine neuen Informationen gegeben, sie haben ihn bestärkt. Sie haben gesagt, bleib dabei, auch wenn es sich so und so anfühlt, auch wenn das und das dann kommt, ja, auch wenn diese Gefühle vielleicht aufkommen, bleib dabei, vertrau auf Gott. Schaut mal mit mir, lasst mal euren Finger hier in 1. Petrus 1. Da wird etwas über die Propheten gesagt des Alten Testamentes. 1. Petrus Kapitel 1. 1. Petrus Kapitel 1 und dort Vers 11 und 12. 1. Petrus 1, Vers 11 und 12, da geht es um die Propheten. Ja? Ab Vers 10 können wir schon lesen. Vers 10. Wegen dieser Errettung, also der Erlösung, haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihn hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Also was sagt der Text mit anderen Worten? Wofür haben sich die Propheten interessiert im Alten Testament? Wofür haben sie sich interessiert? Ja, sie haben sich interessiert für den Erlösungsplan. Sie haben sich interessiert, wie wird Gott das machen? Wie wird der Messias die Sünden der Welt tragen? Wie wird die Sünde besiegt? Ja, das hat den Mose interessiert und den Elia interessiert und den Jesaja interessiert und den Jeremia und Habakuk und wie sie alle halt, die haben alle sich dafür interessiert. Und die zwei Propheten, zwei von denen, also die sind schon im Himmel und die kriegen jetzt die Gelegenheit, noch mehr darüber zu erfahren sozusagen. Ja, sie haben sich ihr Leben lang dafür interessiert und jetzt im Himmel kommen sie jetzt zu Jesus, um mehr darüber zu sprechen. Übrigens, es heißt ja, wir haben ja gelesen, sie haben gesprochen über seinen Ausgang. Den Ausgang. Weiß jemand für euch vielleicht zufällig, was Ausgang auf Griechisch heißt? Und zwar könnt ihr vielleicht wissen, was aus heißt. Wenn ein Mann und eine Frau miteinander befreundet waren und dann ist es aus, wie nennt man dann den ehemaligen Partner? Ex, genau, Ex. Wenn man ausfährt, eine Ausfahrt bei der Auto, das ist ein Exit, ja, das ist raus, aus. Und der Weg ist der Hodos. Das heißt, ein Ausgang ist ein Exodus. Genau, und woher kennt das Wort Exodus? Woher kennt ihr das? 2. Mose, da war auch ein Ausgang. Nämlich, was war für ein Ausgang? Der Ausgang aus dem Land Ägypten. Ja, ein Weg hinaus. Das war eine Erlösung. Und das ist diese Idee hier. Sie sprechen über den Exodus, nicht von der 1500 Jahre zuvor gewesen ist, sondern über den wahren Exodus, den Exodus aus der Sünde. Den Exodus von Jesus. Denn Jesus war ja der Prophet, der kommen sollte wie Mose, nicht wahr? Und kein Wunder, dass man Mose gesandt hat. Der hat nämlich schon einen Exodus erlebt. Ja. Der konnte ihm noch ein paar Dinge sagen, ja, darüber. Und noch mit ihm sich darüber sprechen. Ein Exodus. Gut, gehen wir zurück zu Lukas 9. Jetzt reden die also und verbinden sozusagen die Zukunft, ja, die Prophezeiung mit das, was jetzt kommen wird, mit ihrer Erfahrung aus ihrem eigenen Leben, mit den Schriften des Alten Testamentes. Man könnte also auch sagen, die beiden sind ja Repräsentanten, wie ich gesagt habe, für Gesetz und Propheten, für das Alte Testament. Das ist so die Idee, als ob Jesus quasi durch die Bibel gestärkt wird in seinem Weg, ja? Sozusagen symbolisch gesprochen. Jetzt Vers 32, was machen die Jünger, als Jesus in einer welthistorischen Szene mit Mose und Elia ein Gespräch hat? Ja, ich meine, also wie viele Millionen Menschen, wenn sie das lesen, würden wahrscheinlich alles, was sie haben, dafür geben, um da dabei sein zu dürfen, oder? Also wenn ihr die Gelegenheit hättet, Jesus zu sehen, und zwar in seiner Herrlichkeit, als gottgleiche Person, als Gott,
ja, mit Mose und Elia gleichzeitig zu reden, ja, und dann über die Erlösung und die Prophezeiung. Also was machen sie? Vers 32, wer mag mal lesen? Genau, also ich habe früher immer gedacht, so als Jugendlicher oder so, wenn über die Geschichte gesprochen wurde, dass die geschlafen haben und just in dem Moment, wo das Licht kommt, wachen die auf. Aber das sagt der Text nicht. Der Text sagt, irgendwann wachen die auf und dann merken die, hey, Jesus redet mit zwei Leuten. Das heißt, als das Licht kam und Jesus sozusagen sich aufgerichtet hat, haben das die Jünger gar nicht mitbekommen. Und dann haben sich Jesus und Mose und Elia über etliche Dinge unterhalten und sie haben es gar nicht mitbekommen. Da müssen die Engel dich wahrscheinlich an den Kopf gefasst haben. Ja, da gibt es drei Menschen, die diese welthistorische Szene erleben dürfen und sie schlafen. Und wir lachen jetzt vielleicht und vielleicht denken sich die Engel manchmal auch, meine Güte, ihr seid in dieser letzten Zeit. Ja? Solche großen Prophezeiungen sind euch gegeben und ihr schlaft. Ja? Also das sollten wir uns hier mal genau zu Gemüte führen, wie leicht man Wichtiges verschlafen kann. Also ich meine, man kann ihnen ja keinen Vorwurf machen, dass sie müde waren, ja? Aber sie haben das echt verschlafen, fast vollständig verschlafen. Ja? Sie sind ja noch rechtzeitig aufgewacht, um wenigstens zu sehen, was da los ist. Ja? Und da sieht man mal, wie viel Gott eigentlich für uns tun möchte und wie viel wir davon vielleicht überhaupt mitbekommen, weil wir vielleicht irgendwie geistlich oder auch mal buchstäblich schlafen. Sie haben verschlafen. Aber dann sehen sie ihn. Und einer von ihnen war Johannes. Und Johannes sagt später noch, das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit, als die Herrlichkeit eines Eingeborenen. Er sagt, wir haben es gesehen. Und ihr wisst vielleicht auch, Petrus sagt später dann noch, nicht wahr, wir erzählen euch keine Legenden, keine klug ausgeklügelten Fabeln. Ja, wir waren Augenzeugen. Können wir nachher noch anschauen, was er da sagt. Und weil Johannes sieht, auch wie Mose und Elia aussehen, sagt er später, schaut mal, in 1. Johannes, wir kommen gleich wieder zu Lukas 9 zurück, in 1. Johannes, 1. Johannes 3 und dort Vers 2, da sagt er jetzt nämlich in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, da sagt er 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestalt sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir sehen ihn, wir werden ihn sehen, wie er ist. Er sagt, wir wissen, wir werden auch so herrlich gestaltet sein wie er. Johannes wusste das, denn er hatte schon Elia und Mose als verherrlichte Personen gesehen. Ja, die waren Augenzeugen. So, jetzt sind die also aufgewacht. Und reiben sich wahrscheinlich erstmal die Augen, weil sie Jesus kaum richtig wiedererkennen. Und dann sehen sie da die beiden anderen. Und jetzt gehen wir zu Matthäus 17, zwischenzeitlich. Matthäus 17 und Vers 4. Und wenn ihr die Geschichte schon kennt, wisst ihr es vielleicht sowieso, aber ihr könnt auch raten, wer ist wohl der erste von den drei, der jetzt das Wort ergreift? Petrus, genau. Also es ist eigentlich immer Petrus. Wenn man Petrus ist der Erste, der hier etwas sagt. Und zwar heißt es hier in Matthäus 17, Vers 4, da, mag jemand von euch lesen, Matthäus 17, Vers 4? Da begann Petrus und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, die eine Mose, eine Elia. Genau, also Petrus wacht auf, sieht das, braucht einen Moment, bis er das realisieren kann und dann sagt er, okay, lass uns Hütten bauen, ja? Eine für dich, Jesus, eine für Mose, eine für Elia. Jetzt gehen wir zurück zu Lukas und lernen noch was hier über aus Lukas, was Lukas dazu noch kommentiert. Und zwar in Lukas Kapitel 9, Vers 33. Das ist jetzt ganz interessant, weil jetzt wird was ganz. Den kriegt man hin. Lukas 9, Vers 33, schaut mal, was dort steht. Dort steht, und es geschah, wann geschah es? Als diese von ihm scheiden wollten. Also, wann im Laufe des Gesprächs ist das passiert? Gegen Ende.
Die sind schon fertig und die haben ja bestimmt nicht nur 2 Minuten gesprochen, oder? Die kommen vom Himmel, reden mit Jesus und die sind schon quasi bei der Verabschiedungsformel. Ja, so bei der, ihr wisst ja, manchmal, wenn man so ein Gespräch hat, irgendwann fängt man an so, naja, also schön, dich gesehen zu haben, ja, bis bald, ja, hoffentlich sehen wir uns wieder, so bei der Verabschiedung. Und erst jetzt spricht Petrus. Und ich habe die leise Befürchtung, dass wenn er kurz vorher aufgewacht ist, dass er vieles von dem Gespräch überhaupt nicht mitbekommen hat. Ja. Zumindest wissen wir, dass er irgendwann erst im Laufe des Gesprächs aufgewacht ist und dass er jetzt erst gegen Ende etwas sagt. Und es heißt weiter, und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und jetzt sagt Lukas etwas, was Matthäus nicht gesagt hat, nämlich, was sagt er? Und er? Er wusste nicht, was er sagte. Ja, genau. Also Lukas sagt, also was eine komische Idee, ja. Also der redet einfach vor sich hin, ja, völlig überwältigt und lass uns Hütten bauen. Und Lukas sagt, er wusste gar nicht, was er sagte. Aber Markus gibt uns noch einen anderen Grund. Ihr wisst ja, wir gehen mal zu Markus 9. In Markus 9 gibt es noch einen anderen Grund für den, was Petrus sagt, ihr wisst ja, Markus, das habe ich glaube ich schon mehrmals erklärt, Markus basiert höchstwahrscheinlich auf den Predigten von Petrus. Und manche Details, die es nur bei Markus gibt, gehen wahrscheinlich zurück auf sozusagen Augenzeugenberichten von Petrus. Zum Beispiel auch, dass er sagt, es war so weiß, wie kein Bleicher es machen kann. Und schaut mal hier in Vers 5 und 6. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, also das hat wahrscheinlich Petrus selbst gesagt, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, aber denn sie waren voller Furcht. Sie waren voller Furcht. Also die haben Angst gehabt, die haben gezittert. Das fand ich interessant, weil das hier, das war mir vorher nicht so richtig klar, dass sie es aus lauter Furcht gesagt haben. Und Ellen White sagt, dass sie noch in diesem letzten Abschnitt des Gespräches, sagt sie, sie haben mit ihren Ohren gehört und mit ihren Augen gesehen Dinge, die jenseits des menschlichen Verstandes waren. Ja, Dinge gehört, die sie gar nicht richtig einordnen konnten. Ja. Ziemlich interessant. Gut, jetzt zurück zu Lukas 9 und dort Vers 24. Es ist interessant, dass irgendwie niemand von den dreien darauf eingeht. Ja. Die haben wahrscheinlich gemerkt, dass der Petrus da jetzt irgendwie nicht richtig wusste, was er gesagt hat. Schaut mal in Lukas 9 und dort Vers 34. Da heißt es jetzt nämlich in Lukas 9, Vers 34. Wer mag mal lesen? Genau, also während er das also redet, ja, also die Szene ist, sie haben gesprochen, sie verabschieden sich und Petrus, ja, sie haben voller Angst, lass uns Hütten bauen, ja. Und während er das noch sagt, kommt diese Wolke und die Wolke überschattet Mose und Elia und die gehen jetzt in die Wolke hinein. Ja. Welche anderen Stellen kennt ihr in der Bibel, wo so eine Wolke einen bestimmten Raum erfüllt? Wo eine Wolke kommt und sagt, wow, die erfüllt jetzt so diese Gegend. Kennt ihr Geschichten, wo eine, ja? Bei der Einweihung von der Stiftshütte kam auch die Wolke, ja, und erfüllte die Stiftshütte. Und dann bei der Parallelgeschichte, Jahrhunderte später, bei der Einweihung des Tempels, nicht wahr? Die Herrlichkeit Gottes, die alles erfüllt. Und diese Wolke holt jetzt also quasi Mose und Elia ab. Ja? Und jetzt schauen wir mal, was dort steht in Matthäus 7, Vers 17. Matthäus 17, Vers 5. Matthäus 17, Vers 5. Wer mag mal lesen? Matthäus 17, Vers 5. Genau, stopp bis dahin, gleich kannst du gleich weiterlesen. Könnt ihr mir sagen, was ist eine lichte Wolke? Matthäus sagt, es ist eine lichte Wolke.
Genau, also es bedeutet nicht so gelichtet im Sinne von nur leichte Wolke, sondern eine Wolke, wörtlich heißt es eigentlich im Griechischen, erleuchtet. Also die leuchtet, eine leuchtende Wolke. Also ja, so hell leuchtend, genau. Also nicht einfach so wie eine gewöhnliche weiße Schäfchenwolke, so einen blauen Himmel, sondern so leuchtend. Ja? Also als ob da innen drin etwas ganz hell leuchtendes ist, was quasi, ja, warum hat es denn eine Wolke drumherum? Genau, damit Petrus und Johannes und Jakobus nicht gleich tot umfallen. Weil hier jetzt wir sehen werden, wer kommt jetzt hier? Lesen wir weiter, Petra. Also das ist eine der krassesten Geschichten überhaupt in der Bibel. Also nicht nur, dass Jesus sich hier quasi in seiner Gottheit manifestiert, nicht nur, dass Mose und Elia vom Himmel auf die Erde kommen und mit ihm reden, nein, sie werden abgeholt. Und zwar nicht von drei Engeln, sondern von wem? Gott, der Vater, hat den Himmel verlassen und kommt in einer Wolke, verhüllt sich in einer Wolke, damit Petrus und Johannes und Jakobus nicht tot umfallen, und holt Mose und Elia wieder ab. Also das ist ziemlich spektakulär, oder? Und deswegen eine lichte Wolke. Ja? Die Herrlichkeit Gottes ist gegenwärtig. Übrigens, ihr wisst ja auch, dass die Gegenwart Gottes dann am Kreuz auch gegenwärtig war. Ich meine, er war auch da. Da war natürlich die gesamte Szene dann noch ein bisschen anders. Aber das zeigt uns hier, ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sieht, dass das nicht nur einmal passiert ist. Gott, der Vater, ist in der Wolke und jetzt spricht er, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Wo haben wir so eine ähnliche Szene mal gesehen? Dass es so eine Stimme kommt, dies ist mein geliebter Sohn. Bei der Taufe. Bei der Taufe, da kam ja der Heilige Geist auf Jesus herab und aus dem Himmel kam diese Stimme. Und was sollte diese Stimme sozusagen ausdrücken? Was sollte die kommunizieren? Warum hat Gott bei der Taufe gesprochen, dies ist mein Sohn? Den sollt ihr hören. Es sollte die Bestätigung sein, dass Jesus der Messias ist. Ja? Das war die Bestätigung auch für Johannes den Täufer, ja? Mit der Taube, dass er wusste, das ist der Messias, auf den muss ich hinweisen. Meine Jünger sollten eigentlich ihm nachfolgen. Hatte das auch etwas für Jesus selbst? Also war einmal die Bestätigung für die Menschen drumherum, die es gehört haben und gesehen haben. Das haben wir nicht alle gesehen, aber hat es aber auch eine Bedeutung für Jesus, dass Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn? Genau, er hatte für die Menschen gebetet, Jesus. Er hatte gebetet, dass Gott sein Leben sozusagen dann annimmt. Und Ellen White beschreibt das interessant, das haben wir damals vor vielen Jahren mal studiert, dass das Gebet von Jesus wie sozusagen, also sie beschreibt zwischen der Menschheit und Gott dem Vater, war so eine Dunkelheit quasi. Ja, weil bis zu dem Zeitpunkt, sagt Ellen White, hat Gott der Vater seit den Tagen Adams nicht mehr gesprochen gehabt zu den Menschen. Ja, es war immer Jesus gewesen, der Sohn Gottes. Und sie beschreibt, wie jetzt Jesus, als er Mensch ist, quasi durch sein Gebet die Verbindung zum Vater aufrechterhält und quasi wie einen Kanal schneidet durch diese Dunkelheit, sodass jetzt Gottes Stimme direkt durch Jesus zu den Menschen kommen kann. Und jeder, der in Jesus ist, kann diesen Satz empfangen, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ganz genau. Aber es hat auch eine direkte Bedeutung für Jesus selbst, für seinen Weg. Nicht nur für die Menschen. Denn was kam nach der Taufe als allernächstes für Jesus? Die Versuchung. Und was war die allererste, von den drei letzten Versuchungen, er ist ja schon vorher versucht worden, aber von diesen letzten drei großen Versuchungen, was war die erste Versuchung? Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach diese Steine zu Brot. Deswegen bestätigt Gott der Vater noch einmal, Jesus, was er schon vorher wusste, aber noch einmal, du bist mein geliebter Sohn, sodass Jesus dann sagen konnte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern
von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Er hat zu mir gesagt, du bist mein geliebter Sohn, deswegen weiß ich, dass es stimmt und ich muss kein weiteres Zeichen haben. Das heißt, die Bestätigung ist auch eine Bekräftigung für Jesus selbst, um ihn zu stärken. Es sind also nicht nur Mose und Elia, die ihn stärken, hier an dieser Stelle, sondern der Vater kommt selbst und stärkt ihn und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, dem hört, dem folgt. Damit weiß Jesus, ich bin auf dem richtigen Weg. All die, das, was ich bisher getan habe, gefällt Gott wohl. Ich kann weitermachen auf dem Weg, er ist mit mir. Und würde der Satan ihn jetzt noch angreifen? Na, jetzt kam erst die große Krise, oder? Er hat ja seinen Blick jetzt auf das Kreuz gerichtet. Diese Krise kommt ja noch. Sie sollten also, wie heißt es hier, auf ihn hören. Schauen wir mal in Matthäus Kapitel 17 und dort Vers 6. Was ist die Reaktion der Jünger? Wer mag mal lesen? Vers 6. Ganz genau. Sie hörten das, fielen auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Kennt ihr andere Situationen, wo ein Mensch die Stimme Gottes hört und niederfällt, sich erschrickt? Ja? Johannes, Daniel, ja. Eigentlich gibt es viele Beispiele, oder? Manoah, seine Frau, bei der Einweihung, als das Feuer kam vom Himmel, da sind sie niedergefallen, ja. David auf der Tenne. Also man könnte eine ganze Reihe Beispiele hier geben. Eine Sache möchte ich noch kurz anführen, und zwar schaut mal mit mir ganz kurz in 2. Mose 23 und dort ab Vers 20. 2. Mose 23 und dort Vers 20. Und da heißt es, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird eure Übertretung nicht ertragen, denn mein Name ist in ihm. Wenn du aber seiner Stimme wirklich gehorchen und alles tun wirst, was ich sage, so will ich der Feind deiner Feinde sein und der Widersacher deiner Widersacher. Also Gott hatte damals schon dem Volk Israel gesagt durch Mose, ich sende euch jemanden vor euch her, meinen Engel, auf den sollt ihr hören. Und wenn ihr auf ihn hört, dann werdet ihr Erfolg haben, dann werdet ihr siegen sozusagen. Und jetzt macht Gott hier, der Vater, das Gleiche sozusagen. Er sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf den hört. Wenn ihr auf ihn hört und ihm folgt auf seinem Weg, auch wenn ihr den jetzt nicht versteht, wenn ihr ihm glaubt und folgt, dann wird es euch gut gehen sozusagen. Aber wenn ihr euch dagegen auflehnt, wie gerade Petrus, oder? Könnt ihr euch erinnern, 6 Tage zuvor? Jesus sagt, wir gehen nach Jerusalem und Petrus sagt, nee, bloß nicht. Ja? Das ist jetzt sozusagen eine Korrektur Gottes, mit der er sagen möchte, folgt Jesus. Ja? Egal, was er sagt, folgt ihm. Und wisst ihr, auch wir gehen auf eine Krise zu. Eine große Krise. Eine Krise, die wir nicht wirklich völlig verstehen. Eine Krise, die vielleicht manche Überraschungen für uns bereithält, auf die wir noch nicht vorbereitet sind. Eine Krise, in der es absolut notwendig ist, dass wir lernen, Jesus zu folgen, was immer er uns sagt. Ob wir es verstehen oder nicht, ob es unseren Wünschen entspricht oder nicht, ob es unseren bisherigen Meinungen entspricht, wir müssen dem Wort Gottes folgen. Und das ist, was Gott Ihnen jetzt hier sagt, nicht wahr? Hört auf ihn. Gehen wir zurück zu Matthäus 17. Auf ihn sollt ihr hören. Sie fürchteten sich sehr und dann heißt es in Vers 7, da ist das jetzt dann, schauen wir mal in Vers 7, wir können Vers 7 und 8 zusammen, lesen wir Vers 7 und 8 zusammen. Wer mag mal lesen, Vers 7 und 8. Genau. Das ist eine Sache, die man öfter findet. Es gibt noch eine Stelle, wo jemand niederfällt und dann sagt Jesus, hey,
fürchte dich nicht und fasst ihn an. Eine Stelle, wo Jesus kommt und sagt zu einem Menschen, der auf die Erde niedergefallen ist, wo er ihn anfasst und sagt, fürchte dich nicht. Bei Daniel passiert das meistens mit dem Engel. Ja, der Engel, der Gabriel kommt dann in Daniel 7 und sagt, hey, ja, der Daniel ist außer sich, ja, und Gabriel sagt, hey, ich erklär's dir. Daniel 8, in Daniel 8 steht er, fällt er auch nieder, ja, und Gabriel sagt, komm, ja, in Daniel 9 rührt er ihn an, in Daniel 10 ist er, angesichts von Jesus ist Daniel völlig schwach und kraftlos, der Atem ist ihm ausgegangen der Gabriel rührt ihn an und stärkt ihn und sagt, steh auf, ja. Was sollst du sagen? Mhm. Da hat sich Petrus auch niedergekniet, ja, und gesagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, ja. Kennt ihr noch eine Stelle, wo Jesus selbst sagt, hey, wo ihn anrührt jemanden und sagt, steh auf? Johannes, in Offenbarung 1, ja, Vers 17, da fällt er nieder vor der Herrlichkeit des Sohnes Gottes, und Johannes muss sich wahrscheinlich daran erinnert haben, dass Jahrzehnte zuvor Jesus schon mal ihn angerührt hat und gesagt hat, hey, fürchte dich nicht, alles gut. Ja. Und dann stehen sie auf und alles ist weg. Also sind wir alleine. Also man muss sich das mal vorstellen. Ja? Für die Jünger war das eine äußerst merkwürdige Nacht. Stell dir mal vor, die sind also am Abend da erst auf diesen Berg gestiegen, waren total müde, haben noch versucht zu beten, sind beim Beten eingeschlafen, ja. Dann wachen die auf, sehen plötzlich Jesus ganz anders, ja, und Mose und Elia da. Kommt da eine Wolke, dann spricht aus der Wolke Gott der Vater. Dann sind die so erschrocken, dass sie niederfallen. Und dann rührt sie Jesus an, ist alles wieder vorbei. Ja, also das muss sich sehr eingeprägt haben in ihr Denken. Und wir wissen auch, dass es sich sehr eingeprägt hat. Denn einer von ihnen, der dabei war, schreibt noch Jahrzehnte später. Damit enden wir heute. Schaut mal in 2. Petrus Kapitel 1. Ja, 2. Petrus 1. Und Petrus war derjenige, einer von denen, die dabei waren. Und er schreibt jetzt hier an die Christen in den verschiedenen Gebieten. Er sagt in 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Ihr wisst ja noch, was hat Jesus gesagt? Einige von euch die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bevor sie den Menschensohn in seinem Reich haben kommen sehen. Und Petrus hat es dann verstanden, hat gesagt, was wir gesehen haben, war ein Vorgeschmack, ein Typus sozusagen auf die Wiederkunft. Und deswegen auch Mose und Elia, weil Mose repräsentiert die, die auferstanden sind, und Elia repräsentiert diejenigen, die nie sterben werden. Ja? Die letzte Generation sozusagen. Auch das wäre ein interessanter Gedanke noch dazu. Und Petrus sagt, wenn Petrus gepredigt hat, dass Jesus wiederkommt in den Wolken des Himmels mit dem Schall der Posaune, hat er nicht gesagt, das habe ich gehört, das war ein toller Vortrag, das fand ich überzeugend. Er sagt, nein, ich habe das gesehen, ich habe Jesus gesehen, wie er wiederkommt. Und dann sagt er in Vers 17, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn ergegen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Petrus sagt, ich war Augenzeuge und Ohrenzeuge. Ich habe Jesus gesehen in seiner Herrlichkeit. Ich habe die Stimme des Vaters selbst gehört. Und deswegen sagt er, deswegen kann mir niemand erzählen, dass es eine Legende, ein Märchen ist. Ich habe es selbst gesehen, ich habe es selbst gehört. Und er sagt, und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Er sagt, es war nicht alleine, sondern Jakobus hat dasselbe gehört, Johannes hat dasselbe gehört. Und dann sagt er, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Interessant, oder? Er sagt nicht, wir haben unsere Erfahrungen, deswegen brauchen wir die Bibel nicht. Er sagt nicht, ich habe Gott gesehen, was muss man doch die Bibel studieren? Er sagt, gerade weil ich die Gottheit Jesu gesehen habe, weil ich die Stimme Gottes gehört habe, deswegen will ich am Wort Gottes festhalten. Es gibt manchmal Leute, die sagen, wir brauchen nicht mehr die Bibel, weil Gott hat mir gezeigt. Ja? Ich habe einen Traum gehabt, ich habe eine Vision gehabt, ich habe einen Eindruck gehabt, was brauche ich noch die Bibel? Ja?
Wenn ihr sowas hört, könnt ihr gleich 180 Grad Kehrtwendung machen und weglaufen. Das hat nichts mit dem Geist Gottes zu tun. Petrus, der eine der größten Offenbarungen Gottes gesehen hat, die ein Mensch jemals gesehen hat, der sagt, weil ich das gesehen habe, weil ich Zeichen und Wunder gesehen habe sozusagen, deswegen halte ich fest an dem prophetischen Wort, ich halte fest an der Bibel. Jede wahre Erfahrung mit Gott, jedes wahre Zeichen, jedes wahre Wunder treibt uns näher zum geschriebenen Wort Gottes. Nicht weiter weg. Er sagt, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, nämlich über die Wiederkunft. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einen dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das Gebet von Jesus hat sich erfüllt. Er hatte stundenlang gebetet auf dem Berg, dass Petrus und Jakobus und Johannes so ein Zeichen sehen, dass sie für immer fest gegründet stehen in der Überzeugung, dass Gottes Wort wahr ist. Das haben sie gesehen. Und noch Jahrzehnte später sagte Petrus, lasst euch nicht erzählen, dass das Wort Gottes eine Fälschung ist. Wir waren Augenzeugen, wir waren Ohrenzeugen. Und ich glaube, wir brauchen auch in unserer Zeit Erfahrungen, die wir berichten können. Wir brauchen Menschen, die erzählen, ich habe etwas mit Gott erlebt. Auch wenn wir vielleicht nicht die Stimme Gottes persönlich gehört haben aus einer Wolke. Aber ich habe das mit Gott erlebt und deswegen weiß ich, die Bibel ist wahr und kann das weitergeben. Wir warten ja auf die Wiederkunft, oder? Wir sind Adventisten. Wir können uns hier ganz besonders etwas davon abschneiden. Unser Zeugnis über unsere Erfahrung mit Gott stärkt unseren Glauben an die Prophetie. Petrus wusste, Jesus kommt wieder. Er hatte etwas mit Jesus erlebt. Und wenn wir etwas mit Jesus erlebt haben, dann stärkt das unseren Glauben. Jesus kommt wieder. Und wir hoffen und beten sehr bald. Amen. Dann lasst noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, du hast damals buchstäblich zu Petrus, Jakobus und Johannes gesprochen, als du Mose und Elia abgeholt hast, die Jesus gestärkt haben. Herr, wenn wir ganz ehrlich sind, fällt es uns schwer, das alles überhaupt richtig zu begreifen und vorzustellen. Aber je mehr wir darüber nachdenken, desto klarer wird uns, es ist ein realer Bericht. Petrus bezeugt, es ist so genauso geschehen. Und Herr, wenn du zu Petrus und Jakobus und Johannes gesprochen hast und ihnen gesagt hast, dass sie auf Jesus hören sollen, ihm folgen sollen, dann wissen wir, das hast du nicht nur für die drei gemeint, das hast du auch zu uns gesagt. Du möchtest auch zu uns sprechen. Und ja, du verhüllst dich, weil wir noch nicht so weit sind, dich in deiner Herrlichkeit zu sehen. Aber eines Tages wird es soweit sein, wenn wir im Himmel sein werden bei dir. Darauf wollen wir uns vorbereiten. Wir wollen festhalten an dem prophetischen Wort und danken dir, dass wir sehen können, dass Jesus wirklich Gott ist. Und dass, wenn wir das einmal verstanden haben, wir sehen, wie groß sein Opfer gewesen ist auf Golgatha für mich und für jeden Einzelnen von uns. Dafür danken wir. In seinem Namen beten wir. Amen.